Hallo und herzlich willkommen bei Yassicraft. Heute machen wir unsere Auflösung für unseren Ressourcenwettbewerb. Das erklärt euch genauer Galerius, denn der hat sich das einfallen lassen. Bitte an dich, Galerius. Jo, also beim Ressourcenwettbewerb ging es in erster Linie darum, wir hatten hier eine riesige Fläche und wenn man die Leute bittet, das gegen Geld abzubauen, dann haben die wenig Lust drauf. Nachdem wir aber sehr viel Grabungsarbeiten machen müssen, wie gesagt, wir wollen hier den Fluss umbauen, und hier seht ihr, hier fehlt auch ein Berg, haben wir einen Anreiz geschaffen. Die Dinge, aus denen der Berg besteht und die keiner haben will, die kann man abgeben in der Sammelquest. Es sind auch ein paar Dinge dabei, die ich eigentlich nur schmerzlich hergegeben habe. Da geht es aber allen, glaube ich, so. Zum Beispiel Steinziegel hatte ich ziemlich viel. Aber es war so ein Mix, dass es für alle irgendwie fair sein soll. Jeder hat so seine Vor- und Nachteile. Und ja, es wird die Kategorie bewertet und es wird vor allem auch bewertet, wie groß der Abstand zu anderen ist. Das heißt, wenn jeder nur Dirt farmt, dann ist es auch eine Kategorie und das ist halt gleich viel wert, wie wenn jetzt halt jemand hier die Steinziegel hat. Deshalb bin ich schon sehr gespannt. Preise gibt es auch ordentliche, seltene Items, das ist aber noch geheim, was es gibt. Und damit würde ich sagen, fangen wir an, mit den anderen hier das aufzulösen. Ich move uns mal ganz kurz hoch. Yassi, sagst du mal bitte, wie viel Kies da drin ist, in der oberen Kiste. Hol dir einfach mal rechnen und dann rechnen wir es mal kurz aus. Nur in der oberen Kiste, oder wie? Ja, in einer vollen Doppelkiste weiß man eh, wie viel da drin ist. Ja, gut. So. Also am besten schreibst du es halt direkt auf Schild drauf dazu. Also in der unteren sind 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6. Bei mir hier sind ich rechne mal ganz kurz dazu, wie viel Prozent der Kiste gehören. Und dann wird das drin der Inhalt mal aufgeteilt. 7, was? 6, gut. Also ja, sie verdient gewonnen, war das jetzt nicht ganz. Ich selber nicht so wirklich, auch mit meiner Zunft eigentlich schon ineffektive Zunft, aber naja. Vor allem verstehe ich nicht, warum du einen Basti nicht vorne ausgenommen hast, bevor du ihn zu mir rüberkickst. Ich glaube, er war froh, dass er... Ja, trotzdem habe ich den Basti schon vorher gleich ausgeknetet. Ausgeknetet? Ja, keine Ahnung, was alles hergibt. Ne, pst, jetzt nicht im Stream sagen. Das ist eh kein Stream. Also, mir gehört ein Fünftel der Truhe, ja? Das wollte ich nur mal deponiert haben. Sieger der Herzen. Was? Ja, hä? Ich gedacht, da kommen Stacks rein. Nee, die Glocken sind ja super wertvoll. Es kommen auch wahrscheinlich. Ist an Dekoration? Ja, Alter, es kommen auch gar keine Glocken mehr rein, Alter. Und auch doch, nicht über Villager. Nein, nicht jeder Villager tradet die. Und die es gibt, die kommen nicht rein. Alter, komm, Glocken sind ja Dekoration. Ja, die spammt man aber nicht, die sind wertvoll. Was für ein Schrott? Wie was für ein Schrott? Also, wer hat denn die ganzen Glocken rausgenommen? So. Ja, man, schau, das halt, dass man Drachenkopf nicht teilen kann. Ja, das ist nicht schade, das macht ihren Wert aus. So, also das, was da drin ist, kriegt ihr einen Goldkuchen oder wie? Ja. Oh, der gibt auch noch ein halbes Tag einen Stein. Nein.